Das 2016 von einer Gruppe innovativer Landwirte gegründete Unternehmen Blühn ist Österreichs erste Aquaponikanlage. Hier wird in Hallen der sogenannte Wiener Wels gezüchtet und verarbeitet. Als Nebenprodukt gibt's Gemüsedünger. Hallo Lukas, servus, grüß dich. Willkommen bei der Blühn. Was für eine wahnsinnig eindrucksvolle Anlage. Die erste Aquaponikanlage Österreichs. Was ist ein Aquaponik? Aquaponik bedeutet eigentlich, simpel erklärt, wir verwenden das nährstoffreiche Fischwasser von unseren Wiener Welsen und verwenden das zum Bewässern unserer Gemüsepflanzen. Dadurch sind wir natürlich extrem ressourcenschonend, weil wir einfach wenig Wasser verbrauchen. Gemüse ist jetzt im Winter eher weniger, nehme ich mal an, Fisch aber schon. Kann ich mir anschauen, wie der wächst? Selbstverständlich, wir können sofort reingehen und uns die Fische anschauen. Dummer. Super. Verstehe. Es riecht schon einmal ziemlich kräftig nach Tieren. Genau, wir befinden uns jetzt mitten in unserer Fischhalle. Stehen da jetzt vor einem unserer Mastbecken, so nennt man das. Die Leute fragen sich, warum ist das Wasser nicht komplett klar, was wir hier sehen. Einfach, wir haben hier ein biologisch aktives Wasser, ein Prozesswasser, das hier permanent im Kreis gepumpt wird. Und das darf gar nicht klar sein. Da würde sich der Wels gar nicht drinnen wohlfühlen. Kleiner Nachteil des trüben Wassers ist natürlich, ich habe keine Ahnung, wie viele Fische da jetzt drinnen sind. Wir haben im Durchschnitt zwischen 400 und 450 Fische in so einem Becken drinnen. Das klingt jetzt in erster Linie einmal relativ viel. Nur man muss sagen, so ein Wels, der braucht eine gewisse Besatzdichte, weil wenn er die nicht hat, bildet er ein Territorialprinzip aus. Sie würden aufeinander losgehen, okay. Und die Fische hätten Bissspuren, sie würden sich die Barteln abbeißen und das ist einfach überhaupt nicht bei uns der Fall und das werden wir dann auch nachher sehen. Okay, und wenn jetzt also da das schmutzige Wasser bei dem das vollgegackte Wasser bei den Fischen ist, wie kommt das dann ins Glashaus zu den Pflanzen? Ja, also hier herinnen haben wir jetzt keinen Kot drinnen, weil Okay. Alle diese Becken, die gehen unten zusammen, die Ausscheidungen werden abtransportiert und kommen zu unseren Grobfiltern. Und dieses Wasser aus den Grobfiltern wird dann auch entnommen für die Pflanzen. Dort habe ich das nährstoffreichste Wasser dann drinnen. Ja. Also das heißt, trübes Wasser heißt nicht dass es vollgegackt ist? Nein, gar nicht. Die Fische kommen aus dem Prozesswasser hinaus und kommen in ein eigenes Hälterungsbecken, wo sie ca. 48 Stunden drinnen sein müssen, um einfach sich komplett zu reinigen. Dadurch bekommt man auch keinen Fehlgeschmack im Filet drinnen. Aber können wir uns gerne anschauen. Bitte, ja. Nach dir. Das schaut natürlich gleich wieder ganz anders aus. Ganz genau. Da sind die Fische dann für ca. 48 Stunden herinnen, um einfach sich zu reinigen. Spülen genau. Sich durch, mehr ganz oder weniger. Genau. Endgewicht zwischen 1,3 und 1,5 Kilogramm. Wie alt sind diese Fische jetzt ungefähr? Im Durchschnitt zwischen 5 bis 7 Monate sind sie bei uns in der Anlage. Die werden in 5 bis 7 Monaten so groß und so absolut, schwer? Absolut, ja. Wahnsinn. Jetzt hat der Wels natürlich in Österreich das Image, dass er Pudel frisst. Dass, wenn man in einen See baden geht, einem den Zeh abbeißt. Das wäre bei uns noch nicht vorgekommen, ja. Aber könnte man den Finger abbeißen? Ich glaube, abbeißen nicht. Aber unangenehm. Aber er könnte auf jeden Fall ihn verletzen, ja. Und vor allem, man muss sagen, das ist ja nicht der afrikanische Friedwels, sondern der afrikanische Raubwels. Absolut, ganz genau. Er hat ja nicht umsonst diesen Namen bekommen, ja. Aber für uns hat diese Fischart einfach sehr viele Vorteile. Angefangen von, dass er nahezu kretenfrei ist. Er hat ein ganz ein festes Fleisch. Er bringt nicht einen großen Eigengeschmack mit. Das sind alles Punkte, die für unsere Kunden und für uns zum Weiterverarbeiten einfach extrem wichtig sind. Deswegen sind wir sehr, sehr glücklich mit dieser Fischart. Ja. Naja, dann würde ich sagen, zeigen wir mal, was man aus diesem Fisch alles machen kann. Gerne, ja. So, verstehe. Da haben wir den Fisch jetzt, wie er einem im Regal gegenüber tritt. Einerseits ganz rechts haben wir wirklich unser Naturfilet. Wir haben da unseren gebeizten Wels, wir haben unseren geräucherten Wels und unser wirklich absolut Premium-Produkt ist der Black Label. Bei dem ist das Besondere, da wird der Fisch ausgenommen und im Ganzen wird er geräuchert. Und was wir auch noch im Programm haben, ist mittlerweile unseren Wels-Leberkäse. Ein Wels-Leberkäse? Gerne auch kosten, ja. Das ist verblüffend.
Es schmeckt mehr nach Leberkäse als viele vegane oder vegetarischen Leberkäse. Fantastisch. Und das ist euer klassisches, traditionelles Produkt. Also genau, unser Geräucherter, den wir hier so liegen haben. Ja. Und sein Mist düngt Wiener Paradeiser und Wiener Gurken. Und am Schluss kommt Wiener Wels-Leberkäse und ein grandioser Räucherwels irgendwie raus. Ja. Super. Das wollte ich zu hören, danke. Ja.